Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe bei Rodi backt und kocht. Heute wollen wir mal nichts backen oder kochen, naja, zumindest nicht im weitesten Sinn, aber wir machen heute selber Seife, denn Weihnachten steht vor der Tür und viele suchen noch ein Last-Minute-Geschenk. Klar, Seife zu verschenken ist natürlich ein bisschen öd, zumindest wenn es nur Seife ist, aber als kleine Dreingabe ist das durchaus eine ganz feine Sache. Und wie man ganz schnell selber Seife herstellen kann, das zeige ich euch in diesem Video. Viel Spaß! So, jetzt fangen wir also an, entnehmen unsere Seife hier einfach aus dem Plastikblock, schneiden das ein bisschen klein und geben es in der Schüssel. So ein Kilo Seife kostet übrigens knapp 9 Euro, also durchaus erschwinglich. Einfach rausgeben in die Schüssel und dann geht es ab in die Mikrowelle, da immer wieder erhitzen, solange bis das flüssig ist. Insgesamt dauert es circa knapp eine Minute. Und ja, was sich noch nicht ganz gelöst hat, das geben wir dann eben zurück in die Schüssel. Und jetzt kommt's, jetzt nehmen wir unsere verschiedenen Duft- und Farbstoffe und geben das einfach in die verflüssigte Seife mit hinein. Da gibt es zig verschiedene Düfte und auch Farben, da könnt ihr euch einfach welche im Internet bestellen. Sucht einfach mal ein bisschen nach Düfte und Farben für Seife, da findet ihr das relativ schnell. Ein bisschen noch durchgemengt mit so einem kleinen Holzstäbchen und schon seht ihr, dass die Seife ja auf magische Art und Weise ihre Farbe wechselt. Jetzt nehmen wir einfach ein so Seifenförmchen und füllen das und stellen es dann auf die Seite, bis es eben kalt ist, wenn ihr das so haben wollt. Hier noch ein paar Rosenblätterblüten drüber gestreut. Die kann man auch mit einem Holzstäbchen ein bisschen untertauchen, damit es auch in der Mitte der Seife welche drin sind und die nicht nur oben aufschwimmen. Und ja, die gute Frage, warum machen wir das auf einem Back- und Koch-Channel? Ja, wir sind einfach drauf gekommen, es kann man eben auch mit Silikonförmchen machen, die man sonst eben zum Backen benutzt. Also so kleine Pralinenförmchen und. Und wer also eine nette Geschenkedreingabe sucht, der hat da eine gute Möglichkeit, selber noch was zu machen. Wenn man den Leuten sagt, hey, ist eine selbstgemachte Seife, dann ist das eine feine Sache. Das Ganze gibt es nicht nur als klare Seife, sondern eben auch noch hier mit diesem cremigen Weiß. Auch das funktioniert wirklich ganz hervorragend. Einfach ein bisschen, ja, in die Mitte der Kamera rutschen, ein bisschen vollfüllen. Und wie gesagt, mit Düften und Farbkombinationen, da habt ihr wirklich alle Möglichkeiten. Der Sohn streut hier noch ein paar Kaffeebohnen rein. Ist eine Seife also mit leichtem Kaffeeduft und ja, für mich genau das Richtige. Also, ihr seht schon, es geht relativ fix und nach so circa 10 bis 15 Minuten ist die Seife auch schon wieder hart und getrocknet und man kann sie dann eben aus diesen Förmchen auch entnehmen. So, ja, der Sohn hatte da riesen Spaß dabei, also auch wer Kinder hat, eine ganz tolle Geschichte. So, bisschen rein. Das Tolle ist, wenn man es verkleckert, man verkleckert ja Seife, also es ist nicht wirklich schmutzig. Ja, und so schaut es dann eben aus, dass sie aus den Silikonförmchen, die Seifenstückchen, und ich finde, die sind sehr ansehnlich und lassen sich durchaus als Dreingabe verschenken. Ja, probiert es doch einfach mal aus. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Im Internet kann man das Ganze kaufen, findet man relativ leicht, wenn man ein bisschen danach sucht. Und ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal ein schönes Weihnachtsfest und eine noch ruhige Adventszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Euer Roli.